Liebe Genossinnen, liebe Genossen, sehr geehrte Gäste, lieber Kai, allen sag es hier, dass nie wieder Krieg wir wollen, Frieden wollen wir. Auf ganz vielen Kanälen fliegt momentan diese kleine weiße Friedenstaube. Immer wieder wird sie weitergeschickt, werden ihr gute Wünsche mit auf die Reise gegeben, verbreiten sich damit Hoffnungen auf eine friedliche Welt, in der weder wir noch unsere Kinder, Enkel und Urenkel zerstörte Häuser und Seelen ertragen müssen. Die Linke, wir sind die einzige Friedenspartei, die konsequent jegliche Kriegseinsätze ablehnt, die sich Rüstungsexporten in den Weg stellt und die dafür streitet, dass Frieden endlich selbstverständlich wird, aber keine Selbstverständlichkeit. Liebe Katja, lieber Dietmar, danke für eure entwaffnete Haltung. Aber damit, dass wir die einzige Friedenspartei sind, damit gehen wir noch viel zu zaghaft und viel zu leise um. Wer uns Vertrauen schenkt, der ringt um Frieden. Denn wer die Linke wählt, wählt eine sozial gerechte Politik, in der Geld für die Jüngsten ausgegeben wird, ob in der Kita oder in der Schule, in der Berufsausbildung oder im Studium, und kein einziger Cent für Waffenexporte und Kriegseinsätze. Denn eine Regierung, die über 50 Milliarden Euro pro Jahr dafür rausschmeißt, dass Not, Leid und Tod über Völker gebracht wird und nur 18 Milliarden in die Bildung investiert, diese Regierung kann nur noch eins, sie kann abziehen. Aber ich meine natürlich nicht nur die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den Völkern. Ich denke auch an den täglichen Unfrieden, die verbalen Auseinandersetzungen gegenüber Geflüchteten, der Kampf arm gegen reich und andersherum. Es ist der Kampf eines reichen Staates für seine Reichen und gegen seine Armen, der diesen Unfrieden stiftet. Es gibt keine soziale Gerechtigkeit. Keinen Kampf gegen Armut, keine gute Arbeit, keine gute Bildung. Es gibt kein gutes Leben ohne Frieden und ohne uns. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, Frieden ist also kein alleiniges Bundesthema. Die CD, auf der diese kleine weiße Friedenstaube momentan zu hören ist, heißt »Hier lebst du«. Und genau so ist es. Überall dort, wo Menschen leben, dort müssen sie im Frieden leben. Also ist es ein weltpolitisches, ein europapolitisches, ein bundespolitisches Thema. Es ist aber auch und gerade Landespolitik und Kommunalpolitik. Denn jede und jeder, der sich für uns und von uns in den Kommunen um die Kinderweihnachtsfeier, den Jugendclub, den Seniorennachmittag, um den Sportverein und um die Feuerwehr kümmert, der macht nicht nur linke Politik, der macht Friedenspolitik. Dafür, liebe Genossinnen und liebe Genossen, möchte ich euch im Namen der Fraktion Danke sagen. Und wie sehr die Friedenspolitik ein Landesthema ist, zeigen wir, indem wir selbstbewusst und eindringlich uns dafür einsetzen, dass keine Patrouillenboote mehr auf der Wolgaster Werft gebaut werden. Wir lassen in den harten Auseinandersetzungen keinen Zentimeter Luft an unsere Position, dass Schülerinnen und Schüler während des Unterrichts keine Nachhilfe von Offizieren und Soldaten brauchen. Bundeswehr raus aus den Schulen. Das ist linke Friedenspolitik. Lieber Peter Ritter, wir danken dir für deine Gradlinigkeit und Aufrichtigkeit, auch als unser friedenspolitischer Sprecher. Wir sind mit dir im sicheren Fahrwasser. Du hältst von uns Unwegsamkeiten fern und größere Wogen ebenfalls. Lieber Peter, danke auch, dass du unser parlamentarischer Geschäftsführer bist. Applaus.
glaubwürdige linke Landespolitik in Mecklenburg-Vorpommern, das sind aber auch und ganz besonders unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraktion. Und das sind Janine, Wolfgang, Thorsten und Wenke, Jacqueline, Eva, Karen und Carsten, Henning und Mignon. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, nicht nur Friedenspolitik ist ein gemeinsames Feld von Bund und Land, sondern auch die Große Koalition. In Berlin, ihr habt die Regierung der Pleiten, Pech und Pannen. Wir aber, wir haben eine ganz, ganz, ganz tolle Regierung, denn man kann von ihr wirklich behaupten, dass sie sich ständig und mit aller Macht um Kompromisse bemüht. Dass sie sich von morgens bis abends für glückliche Familien und für sichere und gut bezahlte Arbeitsplätze einsetzt. Allerdings geht es bei den Kompromissen nicht um die Auseinandersetzung für die besseren Ideen in der Landespolitik. Es geht um Kompromisse mit dem Koalitionspartner, damit nämlich diese gescheiterte Ehe nicht schon vor dem Trennungstermin hops geht. Nun bleibt ja aber noch das beeindruckende Engagement für glückliche Familien. Da ist diese Landesregierung ganz weit vorn. Sie schanzen nämlich sich, ihren Familien und Freunden, Minister- und Staatssekretärsposten zu. Dadurch sind diese Familien dann wirklich glücklich, haben eine gute Arbeit und die Regierung kann von sich behaupten, sie habe sich für gute Löhne eingesetzt. Und damit das auch alles läuft wie ein Länderspiel, werden auch Spielerinnen und Spieler ausgewechselt und ratzfatz auf andere Positionen gesetzt. Die Tragödie ziemlich beste Feinde nimmt Fahrt auf. So wird zuerst der Chef der Staatskanzlei, Christian Frenzel, zurück ins Gericht geschickt. Dafür wird der ehemalige Chef der Staatskanzlei und Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein, Reinhard Meyer, reimportiert. Eingeflogen wird ebenfalls Heiko Gorje, der den Staatssekretär im Finanzministerium spielen soll. Das bleibt er aber nicht lange, denn der Finanzminister Brotkorb will nicht mehr länger den Prügelknaben geben und läuft erhobenen Hauptes und mit deutlichen Worten von seiner Ministerpräsidentin weg, um jetzt an der Unimedizin herumzudoktern. Daraufhin wird der Staatssekretär Finanzen, also Heiko Gorje, zum Chef der Staatskanzlei. Und der bisherige Chef der Staatskanzlei, also Reinhard Meyer, wird Finanzminister. Weil der ehemalige Finanzminister Brotkorb nämlich nicht das Bauernopfer mimen wollte und nicht auf den Posten des Bildungsministers zurückkehrte, wurde eine Freundin der Ministerpräsidentin als Freundschaftsdienst sozusagen und nicht etwa aufgrund von Kompetenz Bildungsministerin. Dieser Posten war vakant, weil ja die ehemalige schlechte Sozialministerin und noch unfähigere Bildungsministerin keinen weiteren Unfug mehr treiben sollte. Ihr wurde aber nicht gekündigt, nein, sie wurde ins höchste Amt des Landes gehievt. Derzeit ist sie im Übrigen in der Rolle der Landtagspräsidentin zu sehen. Und das Casting für diese Besetzung der Landtagspräsidentin hat nicht etwa, wie es das parlamentarische Verfahren vorsieht, die SPD-Fraktion durchgeführt, sondern die Ministerpräsidentin. Hier wird also nicht nur das Prinzip der Fachlichkeit und der besten Auslese negiert, hier wird auch die Gewaltenteilung ad absurdum geführt. Für diese Fehlbesetzung, liebe Genossinnen, liebe Genossen, wird es Zeit, dass der Vorhang fällt. Diese Koalition regiert nach einem einzigen Prinzip. Wir haben die Mehrheit, wir haben Recht, wir haben die Macht. Sie regiert mit Ignoranz, Arroganz und Borniertheit. Derzeit können wir mit diesen Parteien keine gemeinsame Verantwortung für die Menschen in unserem Land übernehmen. Denn diese Koalition hat den Fachkräftemangel ignoriert und krümmt keinen Finger für die Langzeitarbeitslosen. Sie findet, dass Hartz-IV-Sanktionen ein gerechtes Mittel als Antwort auf eine ungerechte Politik sind. SPD und CDU lassen es zu, dass bei uns jedes dritte Kind in Armut lebt oder von Armut bedroht ist. Sie kürzen das Blindengeld und machen Altersarmut salonfähig. SPD und CDU haben die Kommunen
und die Bildung kaputt gespart. Und sie haben 12 Jahre die Familien mit Versprechen hingehalten, dass die Kita kostenlos wird. Die Kinder, die damals in der großen Gruppe waren, haben inzwischen ihre Berufsausbildung fertig oder ihr Abitur in der Tasche. Diese Regierung verweigert ihre Arbeit, denn anders ist es nicht zu erklären, dass Mecklenburg-Vorpommern weder aus dem Lohnkeller kommt, noch von den Abstiegsplätzen der Schul- und Studienabbrecher. SPD und CDU haben das Land in den Bereichen Kita, Schule und Pflege personell mit Karacho gegen die Wand gefahren. Wer hadert und spaltet, statt reinzubuttern und zu verbinden, der muss seine Politik und seine Einstellung zu den Menschen überdenken, aber nicht wir. Denn soziale Kahlschläger dürfen niemals unsere Partner sein. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, auf dieses Rumgedümpel der Koalition antworten wir jede Woche, jeden Tag mit unseren Ideen und Konzepten. Denn wir mahnen nicht nur die katastrophalen Zustände in der Justiz an, ob bei den Vollzugsbeamten oder den Richterinnen und Staatsanwälten. Wir haben unser eigenes Konzept vorgelegt, das unter anderem mehr Personal und die Wiedereröffnung der Juristenausbildung in Rostock vorsieht. Fehlenden Sozialwohnungen oder der mickrigen Ausstattung mit Wohnheimplätzen begegnen wir mit hervorragenden Vorschlägen gegen Wohnungsleerstand einerseits und Wohnungsnot andererseits. Wir verschließen nicht die Augen vor der verfestigten Langzeitarbeitslosigkeit und den tausenden Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfängern. Wir haben ein Gemeindearbeiterprogramm entwickelt, mit dem die arbeitslosen Frauen und Männer in ihren Dörfern und Städten ihr Zuhause ganz aktiv gestalten können. Auch das gehört für uns zur Entwicklung der ländlichen Räume. Den AWO-Sumpf wollen wir trockenlegen und nicht mit einem Feigenblatt das gesamte kriminelle Agieren bedecken. Wir streiten im Untersuchungsausschuss für die Stärkung des Rechnungshofes und gegen Vetternwirtschaft. Mecklenburg-Vorpommern braucht ein Wohlfahrtsgesetz, das seinen Namen auch verdient. Die fürchterlichen Zustände an den Unikliniken reden wir nicht schön, denn wir verschweigen nicht die schrecklichen Arbeitsbedingungen, die die Ausgründungen und Verlagerungen von Arbeitsplätzen in Billigunternehmen mit sich bringen. Gesundheit darf niemals eine Ware sein, und dafür setzen wir uns ein, auch in Rostock und Greifswald. Für uns gehören nicht nur die Kirche, die Kita und die Schule ins Dorf. Wir machen uns stark für die gesamte Entwicklung der ländlichen Räume, denn wenn Mecklenburg-Vorpommern eins ist, dann ländlicher Raum. Von der Regierung vergessen und abgehängt, versucht die Koalition durch einen Statthalter in Vorpommern vorzugaukeln, sie würde etwas tun und hätte eine Strategie. Aber nicht diese Regierung, sondern wir sind es, liebe Genossinnen und Genossen, die seit Jahren das Regionalbudget fordern, damit die Bürgermeister vor Ort endlich investieren können. Wir legen uns für die Stärkung der regionalen Wirtschaft genauso ins Zeug wie für eine umweltverträgliche Landwirtschaft und für eine bodengerechte Tierhaltung. Wir hängen unsere Städte und Dörfer nicht ab, wir schließen sie an. Denn auf die Schienen, auf denen unser Land in die Zukunft rollen soll, setzen wir wieder Züge, statt sie stillzulegen. Danke auch an die beeindruckende Arbeit der Bürgerinitiative Pro Schiene. Ihr habt gezeigt, lange Atem lohnt sich und an uns kommt man nicht vorbei. Ob für bessere Studienbedingungen oder für eine aktive Entwicklung der Hochschulen, ob für mehr und gut ausgebildete Polizistinnen und Polizisten, überall geht ohne uns die Tür nicht zu, wird es ohne uns nicht besser. Denn nur wer die Linke wählt, wählt ein sozial gerechtes Mecklenburg-Vorpommern. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, wenn wir weiterhin als Partei überzeugen wollen, wenn wir besser werden wollen, und das ist dringend notwendig, dann müssen wir auch an uns arbeiten. In den Dörfern, Städten, im Land und im Bund. Dazu gehört auch, Katja hat davon gesprochen, dass wir nicht nur davon reden, eine pluralistische Partei zu sein, dann müssen wir auch genau diese verschiedenen Auffassungen zulassen und dürfen nicht versuchen, den Pluralismus zu verhindern. Wir müssen unterschiedlicher Meinung sein dürfen, aber wir müssen gleichzeitig aufhören, uns zu streiten und zu verletzen. Der Streit gehört in die Sache und nicht zu Personen.
Eine Partei, die sich uneins ist, die sich zerstreitet, die zu viel verwaltet, statt zu gestalten, die auf wesentliche Fragen keine klaren Antworten hat und die nicht immer so genau weiß, wohin sie will. Diese Partei wird nicht überzeugen, ihr wird man nicht vertrauen. Wir müssen raus aus dem Gezänk und dem Mief der Selbstbefassung hin zu klaren linken Linien und Antworten. Es darf nicht ein Entweder-Oder geben, es muss ein Sowohl-als-auch geben. Wir müssen uns sowohl um die Städte als auch um die Dörfer kümmern. Wir müssen sowohl an der Seite der Arbeitslosen als auch an der Seite der Ärzte, der Lehrerinnen und der Selbstständigen stehen. Uns sind sowohl die jungen Menschen als auch die älteren Frauen und Männer wichtig. Und das kann uns alles besser gelingen, wenn wir wieder zu einer Kampagnenfähigkeit finden, die wir einmal hatten. Ein Bein im Parlament, ein Bein auf der Straße. Das muss wieder unsere Richtung sein. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, lasst uns heute eine Volksinitiative starten, um wieder zu zeigen, was wir alles auf dem Kasten haben. Lasst uns für die Schülerinnen und Schüler, für die Lehrerinnen und Lehrer auf die Straße gehen, denn die Bildung ist in Not. Die Not ist groß an unseren Schulen. Hier arbeiten 2000 Lehrkräfte ohne Lehramtsstudium, die dann noch nicht einmal umfassend qualifiziert werden. Der ehemalige Bildungsminister sagte in der Debatte um Seiteneinsteiger zu meiner Meinung, dass jeder, der vor den Kindern steht, auch dafür qualifiziert sein muss, Folgendes. Denn wenn Sie das wirklich ernst meinen, dass also nur jemand mit Kindern verkehren darf, der an der Uni Pädagogik studiert hat, was heißt das dann eigentlich für unsere Familien? Die sind ja auch an der Bildung und Erziehung unserer Kinder irgendwie beteiligt. Ich übersetze: Eltern sein genügt, um Lehrer sein zu dürfen. Damals hielt ich das wirklich für Hirngespinste eines Philosophen. Heute weiß ich, es ist zurzeit genauso. Wer ein Kind hat oder eines kennt oder schon mal eins gesehen hat, der darf sie unterrichten. Die Regierung hat einfach keinen Durchblick mehr, wen sie hier einstellt und wen sie vergisst fortzubilden. Es herrscht Wildwuchs, Chaos und komplette Ahnungslosigkeit. Wie kann es sonst sein, dass Notarfachangestellte, Gärtner, Köche, Entspannungstrainer, Veranstaltungsplaner oder gar Buchbinder eingestellt wurden? Welche Fächer sollten diese Frauen und Männer denn unterrichten? Nur weil der Buchbinder das Wort Buch in seiner Berufsbezeichnung hat, qualifiziert ihn das noch nicht zum Deutschlehrer. Das würde ja bedeuten, alle von uns, die ein Portemonnaie haben, sind auch fähig, Finanzminister zu werden. Hier wollen wir aufräumen, denn jede und jeder, der Kinder und Jugendliche unterrichten soll, muss auch genau für diese schwierige und bedeutende Arbeit ausgebildet werden. Genauso wie wir den Irrsinn beenden müssen, dass Referendarinnen und Referendare als billige Lehrkräfte missbraucht werden, die von Anfang an dazu verdonnert werden, ihre gesamten 10 Unterrichtsstunden Mutterseelen allein ohne Begleitung durch die Mentorin, durch den Mentor zu unterrichten. Sie kaschieren seit Jahren den von SPD und CDU verursachten Lehrermangel an unseren Schulen. Es ist inzwischen so weit, dass diese jungen Menschen um die kaputten Strukturen einen Bogen machen, denn mehr als die Hälfte der Referendarsplätze ist jedes Jahr unbesetzt. Und bis zu 85% der Studierenden bricht jährlich das Lehramtsstudium in Mecklenburg-Vorpommern ab. Das zeigt, dass diese Landesregierung auf ganzer Linie versagt. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, versagt hat sie auch bei dem gerade beschlossenen Schulgesetz. Denn hier hat sie nicht nur unsere Vorschläge, kleinere Klassen zu ermöglichen und Maßnahmen gegen den Unterrichtsausfall in den Wind geschlagen, sondern auch das Bündnis für gute Schule gnadenlos ausgebotet und für dumm verkauft. So werden auch künftig
Kinder und Jugendliche mit 29, 30 oder gar 32 Schülerinnen und Schüler versuchen zu lernen, werden weiter schlechte Unterrichts- und Arbeitsbedingungen grassieren, wenn wir nicht gegen diese Not aufstehen. Wir werden weiterhin viel zu wenige Unterrichtsstunden in der Grundschule, vor allem in Deutsch und in Mathematik, haben. Und damit sind wir das Bundesland, das seinen Kindern am wenigsten Zeit zum Lernen gibt. Unsere Lütten haben jetzt maximal 6 Stunden Deutsch in der Woche. Kleiner Rückblick, bis 1990 waren es 13 oder 14 Stunden wöchentlich. Ich kann es drehen und wenden, wie ich will. Bei der Hälfte der Zeit kann ich nicht 100% Wissen vermitteln. Jahrelang hat sich dieses Land auf Kosten der Schüler und der Lehrkräfte gesund gespart. Jetzt ist Schluss damit. Auch gegen den nicht mehr zu verantwortenden Unterrichtsausfall machen wir mobil. Jährlich fällt fast 1 Million Unterrichtsstunden zur Vertretung an. Die werden dann durch Mehrarbeit, Stillarbeit und Klassenzusammenlegung versucht zu verschleiern. Aber liebe Genossinnen, liebe Genossen, Stillarbeit und Klassenzusammenlegungen sind kein Unterricht. Das ist nichts weiter als Beaufsichtigung. Und eine Viertelmillion Stunden fällt gänzlich aus. Berechnet man Ausfall- und Vertretungsstunden auf eine 10-jährige Schulzeit, bedeutet das, dass die Jugendlichen ein komplettes Jahr keinen regulären Unterricht haben. Diese katastrophalen Zustände zeigen ganz deutlich, dass diese Regierung Druck braucht. Machen wir ihr Dampf mit unserer Volksinitiative. Wir wagen den Bildungsaufstand für 1.000 zusätzliche und gut qualifizierte Lehrkräfte, für kleinere Klassen, für mehr Unterricht in den Fächern Deutsch und Mathematik in der Grundschule und für weniger Unterrichtsausfall. Liebe Genossinnen, liebe Genossinnen, liebe Genossen, dieses Land braucht uns. Es braucht eine starke Linke. Es ist an der Zeit.